Heute zeige ich euch, wie man diese Cranberry-Torte macht. Alle Zutaten wie immer in der Infobox. Fangen wir jetzt an mit Biskuit. Dafür müssen wir Eiweiß mit Prise Salz steif schlagen und langsam den Zucker einrieseln lassen. In die geschlagene Masse geben wir jetzt einzeln die Eigelbe. Mehl 50 Gramm Stärke und Backpulver müssen wir jetzt auf die Eiermasse sieben. Und vorsichtig unterheben. Jetzt kommt die Masse in die Springform und wird bei 175 Grad Ober- und Unterhitze ca. 30 Minuten gebacken. Jetzt vorbereiten wir die Füllung. Dafür müssen wir die Cranberries abgießen, dabei den Saft aber auffangen. 6 Esslöffel von dem Saft tun wir in extra Schüssel oder Tasse und verrühren es mit 60 Gramm Stärke. Den restlichen Saft kochen wir auf und dann vorsichtig gießen wir die Stärkemischung hinein. Und jetzt lassen wir es unterrühren, ca. 3 Minuten kochen. Wenn die Masse so dick ist wie jetzt, schalten wir den Herd aus, geben die 2 Esslöffel Rum dazu und die Cranberries. Alles verrühren wir und stellen auf die Seite zum Abkühlen. Biskuit vorsichtig aus der Form lösen, Backpapier abziehen und waagerecht zu 3 oder 4 gleichen Böden schneiden. Der erste Boden kommt jetzt auf eine Tortenplatte und wird mit Rum getränkt. Dann wird ein Teil von der Cranberry-Füllung aufgetragen. Dann kommt der nächste Boden oben drauf, wird wieder getränkt und das wiederholen wir, bis die Torte fertig ist. Die Sahne müssen wir mit Vanillezucker aufschlagen und mit Frischkäse verrühren. Und dann wird die ganze Torte rundherum eingestrichen. Für die Bäumchen habe ich Eiswaffeln genommen, die untere Teile habe ich ein bisschen gerader gemacht, so können sie besser stehen. Dann habe ich sie mit weißer geschmolzener Schokolade bestrichen und in Kokosraspeln gewälzt.
Wenn alle fertig sind, müssen sie nur auf der Torte platziert werden.